Willkommen zurück, Freunde, zu einem weiteren Part Let's Play Duke Nukem 3D. Wir spielen gerade die Episode Mondapokalypse und sind hier in dem Level Fusionsstation. Hier machen wir dann auch direkt weiter. Und genau, los geht's. So. Ich hab. Oh ne, nur. Ein Schuss mit der Pumpgun nur, das ist gar nicht gut. Da war scheinbar wieder so ein Raumschiff, was mich attackieren wollte. Und wieder getroffen. Mensch, das läuft gar nicht mal so gut bis jetzt. Ich gucke grundsätzlich immer in die falsche Richtung bei diesen Fahrstuhl. Ich habe ihn gesehen. Ja. Denkt auch, er kann sich vor mir verstecken. Das war ja mal der Fail des Jahrtausends. So, dann müssen wir aber. Dann muss das doch hier irgendwo sein, oder? Okay. Auch nicht richtig. Dann bleibt doch eigentlich nur noch der, oder bin ich jetzt bekloppt? Bekloppt zu sein. Orientierungssinn gleich 0, meine Boots auch gleich aufgebraucht. Super. Hier waren wir eben auf jeden Fall. Das ist doch derselbe. Hä? Ich bin total bekloppt. Richtig verwirrt gerade. Komplett verwirrt, der Junge. Ja, genau. So weit, so gut. Aber wie komme ich da hin? Okay, scheinbar kann man nicht mit der Minigun auf diese Schalter schießen. Das hatte ich ja eben schon mal versucht. Da unten waren noch irgendwo zwei
zweimal atomare Gesundheit. Aber, naja, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Anmerkung, ich habe einen Fahrstuhl, das ist super. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwie rüber. Spring doch mal hier drauf. Oder halt daneben. Gesundheit ist nie verkehrt. Come get some. Oh, auch nicht schlecht. Cool. Kann man auch ab und zu gebrauchen. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall einen Schalter. Scheinbar ein Schalter unter Wasser irgendwo übersehen, so wie es aussieht. Kann man da zwischendurch irgendwie, oder würde man auch auf der anderen Seite landen, oder nicht? Geht tief runter hier, ich sollte lieber nicht runterfallen. Oh, kein Gut. Stark. Was eine nette Begrüßung. Ich muss sie leider. Damn it. Sonst komme ich nicht an die atomare Gesundheit. Da musste ich leider ran. So leid es mir tut. Meine Kleine. So. Keine Ahnung, was der eine Schuss eben sollte.
So. Oh, sehr unauffällig da oben. Aber wo kommt die her? Die Drecksäcke, war hier nicht noch ein Medikit? Ne, Medikit? Ne. Was war das? Mieser Scheiß. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit meinen HP. So viel habe ich davon nicht mehr. No. This sucks. Yes. Machen wir kurz einen Prozess. Oh. Naja, so viel zum Thema kurzen Prozess. Aber das ist gut, das kann ich gebrauchen. Ah, okay, verstehe. Lebt immer noch, der Drecksack. Jetzt nicht mehr. Nee, ist klar. Also viel genauer konnte man ja wohl nicht treffen. Ich hab's gar nicht. Wo ist das Drecksding? Meine Boots sind auch aufgebraucht. Also ich befinde mich hier sehr in einem Dilemma. Okay. So, so. So geile Munition liegt da überall. Und ich komme nicht hin. Die richtige Waffe gewechselt. Cool. So, das kann ich gebrauchen. Oh, ich habe sogar ein Jetpack. Wusste ich gar nicht. Das sieht doch schon wieder böse aus. Das hätte jetzt aber auch ins Auge gehen können. Fälle. Gut, ich habe mich teilweise auch ein bisschen beknackt angestellt, aber we got it! 14 Minuten 18, ich habe hier nur 10 Minuten länger gebraucht, als man eigentlich brauchen sollte. 82 Feinde getötet, 6 verbleibend, ein Geheimnis wieder gefunden, 6 nicht. Oh Mann, ich bin einfach kein guter Finder für Geheimnisse. So, jetzt habe ich verpeilt, wie wie das Level heißt, aber ist auch egal. Ooh, that's gonna hurt.
hallo. I'm gonna put the smack dab on your ass. Armor auch immer gut. So, wir checken mal eben das Level so ein bisschen ab. Da sind wir gerade. Da unten sieht man irgendeinen nicht so netten Feind. Sieht aus wieder wie so ein Boss aus der ersten Episode Chaos in L.A. Okay, die kennen wir auch schon. Noch so einer. Definitiv zwei davon sogar. Oha. Ich würde mal sagen, diese Episode ist unwesentlich schwerer als Chaos in L.A. Mein Empfinden. So. Und da hinten kommen schon zwei von diesen. Fettsägen. Vorsicht! Vorsicht, mein Freund! Jetzt habe ich ihn aber, oder? Gut, gut. Jetzt haben wir relativ unbeschadet überstanden. Relativ unbeschadet überstanden. Junge, da hatten die Spieleentwickler aber richtig Bock hier, oder? Gibt's hier oben wenigstens irgendwas? Atomare Gesundheit, das nehme ich mit. Alles klar, danke dafür. Oh, herrlich, entspannt. Sehr entspannt, dieser Raum. Also, gar nicht. Da in der Ecke verkriecht er sich wie so ein feiger Spacken. Alles mitnehmen, wir brauchen alles. So, wir haben noch keine Karte, aber hier können wir. Geil. Das war jetzt gar nicht mal so cool. Wir könnten es einfach nochmal versuchen. Schauen, ob wir irgendwie besser schießen damit. Okay. So. Alles nur für diese rote Zugangskarte und ein Nachtsichtgerät. Das ist ja Wahnsinn. Auf die beiden freue ich mich auch schon. So. Aber wozu
Ach so. Ich dachte, das wäre so eine Schrumpfwaffe. Freundlich empfangen. So. So, so. Kann man hier rein? Nö, nicht so. Was geht hier? Ich hab ein bisschen Respekt. Jo, so eine fette Tür wieder. Da sind bestimmt die beiden. Und ich schieße mich erstmal selber ab. Warum auch nicht? Na gut, das war jetzt gar nicht mal so gut. Haben wir schon aufgemacht? Ja. Oh. Lage checken. Der Drecksack, der zweite wollte einfach nicht sterben. Wow, jetzt haben wir es echt mit 7 HP überlebt. Das ist ja gar nicht mal so viel. Ooh, I needed that. Und dann ist hier nur ein so ein mickriges Medikit drin, was 30 HP wiederherstellt. Das ist ja erbärmlich. Okay. Weiter, weiter, immer weiter. Bis wir dann irgendwann sterben. So, wir haben auf jeden Fall gerade ein tragbares Medikit eingesammelt. Das ist gut. Das brauchen wir auch dringendst. Aber ich schau mal, vielleicht finden wir gleich noch was. Das hier zum Beispiel. So, muss man jetzt echt wieder zurück. Okay, was habe ich denn damit gerade überhaupt umgestellt? Sieht man hier irgendwas? Ach, scheinbar ist irgendwo so eine Tür aufgegangen. Die hier. Ooh, I needed that. So. Jetzt haben wir unsere Gesundheit mal eben wieder hergestellt. Komplett. Oh, nochmal zwei von diesen. Und ich habe gar nicht mehr so starke Waffen. Das war Nummer 1. Jetzt habe ich nur eine Minigun, eine Pistole, Rohrbomben und Laserminen. Geil. Tja, denn. Auf in den Kampf. Du triffst mich nicht, du Bauer. Siehste, alles halb so wild. Wenn man hier runterfällt, dann passiert auch nichts. Komm wieder hoch hier. Ich wollte dich noch killen. Hä? Den habe ich doch nicht gekillt, oder? Naja, was soll's. Was haben wir hier noch? Ah, okay. Gut. Gut, gut. Damit haben wir auch dieses relativ anspruchsvolle Level hinter uns gelassen.
9:22, nur 6 Minuten 22 über der Zielzeit. Getötete Feinde 54, verbleibende Feinde 2, gefundene Geheimnisse 1, verpasste Geheimnisse 3. Immerhin 25%, ne? Das habe ich gar nicht mal so oft. So, wir beenden den Part aber an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder bei, wenn es wieder heißt Let's Play Duke Nukem. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Euer M-Rex. Ciao.